Also zunächst mal bin ich froh, dass Christian sich nicht schwerer verletzt hat und ich unterstelle Vincenzo Grifo überhaupt keine Absicht. Ich glaube, er ist ein absolut fairer Spieler, aber in der Situation kommt er einfach den Schritt zu spät, trifft ihn unten am Sprunggelenk und ich frage mich, muss ihm der Fuß brechen, damit es rot ist? Und das muss mir einfach auch mal einer erklären. Und Christian hat es gerade gesagt, auf meiner Seite ist klar, dass ich mich aufrege, auf der anderen Seite kann man es etwas entspannter sehen, aber das ist natürlich eine spielentscheidende Situation. Das ist der Spieler, der nachher einen Elfmeter schießt und wir wissen alle, wie es ist im 11 gegen 10. Das ist eine andere Geschichte und ich bin keiner, der was fordert oder irgendwas und ich bin immer entspannt bei den Schiedsrichtern, aber heute habe ich einen riesen Hals, weil ich einfach das nicht nachvollziehen kann. Das ist meine Analyse dieses Themas. Ja, ich habe es drumherum erklärt. Dortmund, wenn man jetzt sage rot bei den Situationen, Frankfurt rot, Dortmund rot, alles gelb gegen uns, für den Gegner und wir alles rot. Heute, Thomas, alles nachvollziehbar, Argumentation, alles in Ordnung. Heute wir nicht die betroffen waren. Sagen Sie selber, es ist eine rote Karte oder nicht? Ich habe es Ihnen doch gerade erklärt. Das ist schon schwierig. Wollen Sie noch einmal eine Erklärung? Ja, bitte, nein, kriege ich sie nicht. Jetzt habe ich es Ihnen zweimal erklärt und habe Ihnen den Kontext erklärt und es reicht.